Recording is on. Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Ich glaube, hier kommen diese Sachen hier rein. Zentrale Ziele könnten also sein. Also hierhin geht es Aufgaben der digitalen Gesellschaft, digitale Kompetenz, das heißt eben digitale Technologien souverän zu nutzen. Wenn ich jetzt nur rumdattel, ist es keine souveräne Nutzung. Recherche, Datenverarbeitung und, und. Medienkompetenz und Informationsmanagement. In einer Welt der Informationsüberfluss entscheidend, des Schülers Medienkompetenz zu entwickeln. Das bedeutet, dass sie in der Lage sind, Informationen zu analysieren, zu bewerten und Desinformationen zu erkennen. Das muss aber auch geübt werden, diskutiert werden. Kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten. Und dann immer wieder soziale und emotionale Intelligenz. Also trotz der technologischen Entwicklung bleibt die Fähigkeit, mit anderen Menschen empathisch und sozial kompetent umzugehen, eine Schlüsselkompetenz. Also es ist eine Kernkompetenz. Also Schulen sollten den Fokus auf der Entwicklung von sozialer und emotionaler Intelligenz legen. Also auch wieder genau das, wo du sagst, das kann ich beim Fußball, vielleicht kann ich das besser machen, wie jetzt im digitalen Raum. Aber ich muss trotzdem kompetent sein im Umgang mit digitalen Medien. Ich glaube, mehr ist es dann auch wieder nicht. Ne? Dem, was Michael gesagt hat, oder auch was du jetzt gesagt hast, ich brauche kein TikTok, aber es wäre sinnig, in der Schule mal über TikTok zu sprechen. Wie funktioniert das und wo sind die Gefahren von TikTok? Ja, genau. Ich glaube schon genau, dass diese Kompetenz im Umgang mit Werkzeugen, also das ist einfach, wenn du einen Hammer benutzt, dann musst du wissen, dass du damit den Kopf vom Nagel treffen musst, damit der reingeht, ja. Und das ist genau dasselbe. Also wenn du TikTok wahrnimmst, dann musst du halt wissen, was dir damit sozusagen passieren kann. Ja? Also was du davon wahrnehmen sollst, was du davon wahrnehmen willst, das sind ja alles Sachen, das musst du lernen. Ja? Also wenn du weißt, ich will Werbung nicht wahrnehmen, dann kannst du das in gewissem Maße ausblenden, ja? Und so weiter. Also es ist ein riesiges Kompetenzfeld, wo ich auch Schule eher sehen würde als in der Fachlichkeit. Ja? Ja, zieht sich eigentlich durch. Aber hier ist die Frage, ethische Fragen rund um Technologie, Datenschutz, künstliche Intelligenz und digitale Rechte werden immer bedeutender. Das kommt später auch nochmal. Ne? Und auch hier Förderung von Selbstlernkompetenz. Das ist auch wieder das, dass Schüler das in vieles, hat ja keinen Zweck, wenn ich ihm alles nur vorsetze. Und er kann damit nicht umgehen. Nicht? Also er muss damit das selbstständige Lernen oder auch später das selbstständige Bewerten der eigenen Leistung und dann auch Feedback annehmen können von Lehrkräften oder auch von Peer Groups. Ne? Also das sind so Dinge, die ich also innerhalb der Schule machen kann. Eine Vermutung, dass vielleicht das Ding über Fachkompetenz nicht so sehr gesprochen ist einfach vielleicht, weil wir diese Fachkompetenzen relativ greifbar haben. Früher hatten wir das nicht. Jetzt haben wir es ja. Jetzt Eben. ist halt nur die Frage, das jetzt kommt passend mit dem Selbsterlernen. Wie kann ich diese Fachkompetenz, wenn ich die in dem Moment brauche, selbst erlernen? Und das kann man halt Also, durch KI und viele Tutorials, wie du ja auch gerade am Anfang gesagt hast, Frank, sehr gut heutzutage machen. es genau. gibt, Frank, da bist du wahrscheinlich auch eher drin. Es gibt ja schon auch beim Wissen Unterscheidungen sozusagen zwischen wiedergebbarem Wissen und Wissen, also das ist ja auch nochmal. Alles durchdekliniert. Es gibt ganze Hierarchien, Lernzielhierarchien, was man da alles anders finden kann. Das ist, auf die Details bin ich ja gar nicht eingegangen. Das gibt alles. Ne? Und Ja. auch, wenn das abgebildet wird, nochmal, die Diskussion können wir ja weiterführen mit der KI. Das kann sie auch. Ich habe es an anderer Stelle mal probiert. Das weiß sie dann. Und dann wird es auch wunderbar interessant. Aber ich kann ja sagen, okay, wenn jemand, ich, ist heute gar nicht möglich, wenn ich habe ja auch gesagt, warum so macht man es nicht so? Und das, wenn ich jetzt eine motivierte und auch sozial kompetente Klasse habe, kann ich sagen, okay, ich biete an, das haben wir teilweise auch probiert in der Schule, ich biete an klassischen Unterricht, ich biete an Materialien und ich biete an, dass ihr auch in Gruppen arbeiten könnt über einen längeren Zeitraum. Wie es halt individualisiert ist, aber da muss ich auch die Ziele mit angeben, weil am Ende sollten alle ungefähr den gleichen Standard haben. Und für manche ist es weitaus besser, sie lernen allein in ihrer Selbstlernkompetenz, andere wieder Unterricht. Ich kann das nicht die ganze Zeit machen, weil jedes, was ich jetzt absolutiere, wird wieder falsch, weil wenn ich die Leute jetzt nur, den einen nur, da kann er auch daheim lernen.
auch gar nicht in die Schule zu kommen. Aber da ist er schon wieder nicht in diesem sozialen Umfeld drin. Also Ja. das sind die Diskussionen, die immer geführt werden müssen. Aber es müsste selbstverständlich sein, jemand zu sagen, okay, ich habe von mir aus einen Tag oder 2 Tage kann ich daheim sein, das und das wird abgearbeitet. Und das ist heute organisatorisch eigentlich nicht möglich. Dann fehlt er, warum fehlt er und so weiter. Ne? Also auch hier eine größere Flexibilität, aber okay. Also ich will jetzt einfach nochmal eine andere Perspektive aufrufen, weil ich meine, es ging ja auch darum, sozusagen mit der KI zu spiegeln, welche Kompetenz steckt da drin. Also welche Hauptziele werden da rausgearbeitet und so weiter. Insofern, ich meine, ist das mit 37 Seiten schon arg komplex, auch um das Ja, mal ist es. Ja. Aber so es zu formulieren. wiederholt sich auch. Es wiederholt sich auch. Da gehe ich ziemlich schnell durch. Es ist immer die gleichen Bereiche: Sozialisierung, individuelle Förderung und so weiter. Schulen Ja. bieten geschützte Räume, wo gelernt werden kann. Es gibt, ich finde deine, ich find diese Bemerkung, es wiederholt sich jetzt nochmal interessant, weil das ist eine Erfahrung, die ich auch mit der KI gemacht habe. Das heißt also, auch wenn du das Prompt veränderst, bleibt die Antwort eine ähnliche. Ja, genau. Und das wiederholt sich jetzt hier. Ich fand es nochmal interessant, auch die Rolle des Lehrpersonals habe ich jetzt mal so drin, die Lernprozesse zu moderieren, soziale, emotionale Unterstützung, technologisierte Lernen zu gestalten. Also auch das wiederholt sich, ist aber nicht eine der Kernkompetenzen, die Lehrkräfte unbedingt haben. Das muss man einfach sagen. Einige haben es und die jüngeren Lehrkräfte haben das auch, aber hier sind auch die Generationsprobleme, wo ich eben sagte, das ist ein langer Tanker. Gut, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann das mal durch. Ich habe dann mal weiter mal gefragt, Recht auf Bildung, da haben wir ihn schon mal angesprochen. Gehören aktuell das Recht auf geistige Privatsphäre und das Recht auf Bildung zu universellen Menschenrechten? Ja, gehört dazu. Geistige Privatsphäre noch nicht so. Das ist etwas, wo ich einfach sagen würde, was bedeutet, das kommt später, wo ich mal sage, wo man massiv invasiv in das Gehirn hineingeht selber. Gut, das kann man wie gesagt durchlesen, das Ganze nochmal, wen es interessiert, das brauchen wir jetzt nicht da nochmal einzugehen. Auch Fächer war für mich interessant. Gibt es eigentlich noch Fächer in der Zukunft? Hier bleibt es auch wieder traditionell, ja, aber es können Fächerverbünde, projektorientierte, also alles Dinge, die eigentlich heute in manchen Schulen auch oder vielen Schulen schon passieren, dass man von der Fachlichkeit zu interdisziplinären, projektbasierten Lernen geht, aber was nur möglich ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen auch als Team zusammen agieren können. Weil fehlt mir natürlich hier auch, weil der Lehrer ist sehr oft Einzelkämpfer und Teamfähigkeit, das ist nicht unbedingt die Stärke. Also auch hier, das ist eine Sache der Lehrerausbildung auch, aber eigenes Thema. Wobei, wenn ich einige Diskussionen, die ich kürzlich im Radio mitverfolgt habe, ich sehe, dass gerade im Bereich Soziologie, Politologie und so weiter, du wirklich Lehrer hast, die Einzelkämpfer sind und ein Mathelehrer oder ein Deutschlehrer sich dafür nicht zuständig fühlt. Ähnliches werden wir auf dem Gebiet, was du uns heute hier vorgetragen hast, natürlich auch regeln müssen, dass nämlich dieses Menschwerdungsprojekt, was in der Schule stattfindet, was nicht nur Bildung ist, sondern eben auch Persönlichkeit, dass das von allen irgendwie anzugehen ist gemeinsam. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Da haben unsere Curricula in den Hochschulen noch gar keine Antwort drauf. Ich weiß, dass es damals schon schwierig war, 1900 und wann war das, 72 Bildungsreform. Überall in Deutschland gab es Bildungsreformen bis in die Hochschulen rein, gerade auch bei Lehrerausbildung und so. Sie hinken immer 10 bis 20 Jahre hinterher. Ja. Ja. Mach weiter. Kann ich auch nur so bestätigen. Wie gesagt, ich habe mir einfach mal auch die Rolle der Lehrkräfte, die sich ändert, die Kompetenzen dieser Lehrkräfte, digitale Kompetenz, führt sofort auch. Ne? Welche brauchen sie? Medienkompetenz. Da sehe ich auch bei vielen Schwierigkeiten. Datenschutz, RT, Lernsoftware. Also, ja.
pädagogisch-didaktisch, was auch gelernt wird, so individualisiertes Lernen, Lernprozessmoderation, Feedback und Reflexion. Da gibt es in den Kollegien heute, die gehen auf die Palme, wenn sie sowas hören. Aber es ist notwendig. Ja. Digitale Ethik, demokratische Bildung und, nicht? Also, das ist eine ungeheure Herausforderung. Und es braucht auch zusätzliches Personal, IT-Spezialisten und so weiter. Das sind eigentlich Dinge, die ich, ja, manche Schulen haben das zum Glück und dann geht es auch. Ne? Lebenslanges Lernen, Fortbildungen und so weiter, ethische Kompetenzen und so. Also, wie gesagt, es wiederholt sich jetzt auch. Ne? Frank, in den Hochschulen sitzen an den Schaltstellen Leute in deinem Alter. Aber sehr viele davon sind zwar studierte Pädagogen, sind aber nie in die Schule gegangen, Ja, was toll. auch Gründe hat, weshalb sie da nicht hingegangen sind, sondern lieber den akademischen Weg eingeschlagen haben Ja. und theoretisieren seit 20 Jahren weiter rum, ohne irgendeinen Schimmer zu haben, welche enormen Schwierigkeiten an der Basis in der Praxis existieren. Wie gesagt, es geht auch so durch. Das ist genau das, was ich stimme ja voll überein mit dir. Ne? Und ich meine, trotzdem sind die Herausforderungen da. Und auch die Frage, wie wird Qualität und Leistung in der Schule noch gemessen? Das ist auch recht interessant. Das sind Dinge, die auch so adaptive und formative Leistungsbewertung, also beides funktioniert. Und in der Regel halt immer noch diese Klassenarbeiten und so weiter. Adaptiv einfach, dass man einfach im Lernprozess selber noch mitbewertet. Und wenn ich sage, dass die Leute Selbstlernkompetenzen haben, muss ich auch die Selbstlernkompetenzen bewerten, wie gut die sind und so weiter. Schwierige Geschichte, ne? Learning Analytics, also was die Technologien bietet, muss ich einsetzen können, brauche ich aber die Schulstrukturen dafür, dass ich es machen kann und so weiter. Aber ich wollte Portfolioarbeit. noch einen weiteren Aspekt dann raus. Wenn wir doch wissen, dass in den Hochschulen eigentlich die Zukunftsverhinderer sitzen, Ja. es sei denn, es sind wirklich Jüngere, die vielleicht aus innerem Antrieb gesagt haben, ich will nicht in der Schule versauern, sondern ich will meine progressiven Ideen will ich auch jetzt in die universitäre Geschichte bringen und dann auch die Ausbildung positiv verändern. Aber das sind ja nur die paar Jüngeren und die Alten haben aber die Lehrstühle. Wo sind Ansätze dafür da und wer kann da eine positive Veränderung bewirken? Und da sehe ich eigentlich nur die Politik. Ja. Und da sitzen auch wieder genau dieselben Typen in unserem Alter, die ja, Ja, aus der Rudi, Politik. das ist das Problem, nicht? Das ist genau das Problem. Und da würde ich ja wiederum sagen, wir brauchen entsprechende Rahmenbedingungen, wir brauchen entsprechende Zielsetzungen. Und was mir wieder aufgefallen ist, nicht, dass ich das jetzt als positiv sagen möchte, aber DDR-System, bundesrepublikanisches System, DDR-System wusste man genau. Und zwar am selben Tag, was in welcher Schule von derselben Schulart her gemacht wird. Und das heißt, das war ein wahnsinniges Steuerungssystem. Da konnte ich auch sagen, okay, wenn wir eine Reform machen, dann wird die Reform durchgezogen und ich weiß das. Hier haben wir so viele Freiheiten, wo man gar nicht mehr weiß, wo die einzelnen Schulen stehen. Auch die Feedbacksysteme sind recht schwierig, die Evaluationssysteme sind sehr schwierig. Es ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ich möchte nicht dieses gesteuerte System, das meine ich damit nicht. Aber ich muss zumindest wissen, wo stehen die, was sind die Anforderungen und werden die Ziele erreicht. Und das ist. Vielleicht mal von elementaren Anfang, dass man so ein Bildungssystem für die ganze Bundesrepublik schafft. Brauchen wir 16 Systeme? Brauchen wir diesen Föderalismus? Das ist diese große Frage. Brauchen wir dann Doch, diese Streitigkeit zwischen denen und brauchen denen? den Föderalismus. Natürlich brauchen wir den Föderalismus, weil der uns die Demokratie am Ende erhalten wird. Gegenüber all diesen Populismen und alles dem, was Ja. über die sozialen Netzwerke als Unsinn uns überfluten wird. Natürlich brauchen wir Föderalismus. Aber was wir nicht brauchen, sind 16 persönliche Ansichten von irgendeinem Kultusminister, wie er es in seinem Land gerne machen möchte. Das Also brauchen wir mit ich Sicherheit. nein, Das also muss ich man glaube auch, sagen.
Ich glaube, das müssen wir diskutieren, ja. Also, weil ich bin nicht der Meinung, dass wir einen Föderalismus in dem Punkt brauchen. Überhaupt nicht. Also ich würde ihn sofort wegkicken, weil ich glaube, wir sind in einem globalen System. Und in diesem globalen System gibt es jetzt, ob es in Frankreich Schulpflicht gibt oder nicht, das wird in Paris gesteuert. In anderen Ländern wird es auch zentralistisch gesteuert. Ja. Und dort hat man eine Übersicht, wie die Niveaus einfach sich verändern. Und wenn wir uns da nicht mehr einsortieren, wird auch schwierig. Ja? Ja. Föderalismus hin, Föderalismus her. Wir müssen bei dem Föderalismus, den haben wir ja in Europa auch, wir müssen über die Kompetenzen reden. Ja? Und da finde ich jetzt, Ja. also ich sage mal auch den Vortrag von Frank schon sehr anregend, um das so zu formulieren, weil diese Kommunikation mit dem Ding macht schon nochmal klar, wo das also sozusagen Main Points sieht. Also wie du sagst, wo das Mainstream ist. Kann man natürlich auch darüber diskutieren und kritisieren und so weiter und auch verbessern. Ich glaube, man muss es verbessern. Und vielleicht auch von den Fragen her dann die Fragen nochmal ein bisschen umstrukturieren. Aber es ist jetzt erstmal eine Diskussionsgrundlage. Und für die, die uns heute so lange zugeguckt haben, wir werden das verlinken. Ihr findet das in YouTube unten in den Kommentarzeilen, die Verlinkung zu dem Dokument. Und dann kann man darüber auch wirklich inhaltlich besser diskutieren. Ja. Also wir haben damit Diskussionsgrundlage für nötige Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen, die wir ja ganz deutlich eben auch vorgeführt bekommen haben. Wo Ja. sind da die Hauptpunkte? Wo sind wo ist der Mainstream? Ja, also Was wir momentan, gehen wir zurück in Migrationsdiskussionen, das Gefühl des Kontrollverlusts, genau wie im Bildungsbereich genauso. Wo stehen die einzelnen Schulen? Es gibt hervorragende Schulen, es gibt andere, die sollten auch vielleicht mehr Förderung bekommen. Wo gehen die Gelder und so weiter? Da gibt es so viele Diskussionen. Wie der Rudi auch schon sagt, wir bräuchten nicht nur die Einzelmeinung, die da mal ist. Wenn der Kultusminister weg ist, geht es schon wieder in eine andere Richtung. Das frustriert die Kollegin Ja, genauso. das Wir meinte brauchen eine ich. Verstetigung in dieser Entwicklung, dass man sich Ja. klar ist. Okay, das ist unser Weg und Ja. der ist orientiert an bestimmten Rahmen. Das sind die Anforderungen einer digitalen Gesellschaft und wir tun hier unser Bestmögliches. Und das muss ja auch lohnen. Ne? Ja. Ich Also würde ich noch glaube. ein Stück weitergehen. Wir brauchen in Europa eine Ähnlichkeit im Vorangehen. Wir brauchen das als Kontinent. Ja, Ja, das das. ist der nächste Punkt. Ne? Gut, ich habe mal über die Kosten gefragt, das fand ich auch recht interessant. Also letztendlich ist es bezahlbar, sagt das Ganze. Wir brauchen das Ganze natürlich hier, was ist alles erforderlich, Endgeräte, schnelles Internet und, und. Und wir bräuchten dann 4 bis 6%. 4% sind wir hier in der Bundesrepublik, aber wir bräuchten 6 bis 7% des Bruttoinlandprodukts. Also Bildung wird auch kosten. Aber das sind Finde ja find ich jetzt sehr spannend, dass das Ding in der Lage ist, da sogar Kostenabschätzungen vorzunehmen. also fand ich auch recht interessant. Ja. Anteil Bruttoinlandsprodukt hier sagen Sie hier ganz klar: Der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt variiert von Land zu Land. In Deutschland lagen die Bildungsausgaben im Jahr 2022 bei etwa 4,9% des BIP. Ne? Die OECD empfiehlt mindestens 6%. Okay. Ja. Ne? Und hier sagen sie auch mindestens 6 bis 7%. Scheiß Schuldenbremse. Ja, Ja. also wir haben überall das gleiche Problem eigentlich hier. Ne? Ja. Also das Und klar. das Ganze, liebe Leute, das Ganze, liebe Leute, ist nur gedacht in die Richtung, um Menschen zu schaffen, die systemimmanent befähigt werden. Systemimmanent. Also Ja, klar. das, was wir an Vorgaben mit unserer Demokratie so geben, das muss nicht unbedingt das Beste und das Richtigste sein in Zeiten des globalen Wandels. D'accord, also natürlich ist das sozusagen ein Schulsystem, was zur Erhaltung der momentanen Gesellschaft beiträgt. Die kulturelle Fortpflanzung sozusagen des kulturell erworbenen Wissens eines Landes oder einer Region oder wie auch immer. Ja, klar. Also ich war dann mal provokant, etwas mit dem geistigen Eigentum, hatte ich ja schon mal gesagt hier.
könnte es durch weitere Fortschritte der Neurotechnologie dazu kommen, dass allein durch Datenübertragung beispielsweise Fremdsprachenkenntnisse und Fachwissen zu unterschiedlichen Professionen erworben werden kann. Lernen hieß dann, dass der Lernende nur noch den Zugriff auf seine geistige Privatsphäre, das war die Frage, die ich ja gestellt hatte, vorher schon, das gibt es den Begriff nicht, aber hier geistige Privatsphäre zulassen muss und gegebenenfalls noch eine Wissensauswahl treffen kann. Und da, wo ich vorhin schon mal gesagt, am Anfang gesagt habe, die Idee, dass Menschen durch Fortschritt in der Neurotechnologie Wissen und Fähigkeiten direkt über Datenübertragung erwerben können, beispielsweise Fremdsprachen und so weiter, klingt futuristisch, wo es einfach so sagt, futuristisch und erinnert an Science Fiction, wie in der Matrix. Während solche Konzepte noch nicht realisierbar sind, gibt es bereits vielversprechende Entwicklungen über Brain-Computer-Interfaces. Also macht es recht interessant hier auf. Also fand ich es auch interessant, was dazu geschrieben hat. Nicht das Aufnehmen von Informationen ist ja nur ein Aspekt, sondern Verstehen ist ja noch viel breiter. Verstehen, Anwenden, Üben, Verknüpfen von Informationen, das geht also weitaus schwieriger und da weiß man eigentlich momentan viel zu wenig. Ich habe das einfach nur mal aufgeworfen als eine Frage, aber sie sagt, da sind wir noch nicht so weit. Diese neuronalen Muster, weil es nicht nur Informationsübernahme ist, sondern auch mit Gedächtnis verknüpft werden, mit Handlungsmotivationen verknüpft werden und, und. Also das gesamte Brain wird irgendwo im neuronalen Muster und da sind wir weit davon entfernt. So. Das war für mich immer diese Frage nochmal, wo ich dachte, mal was ganz anderes. Und also die letzte Frage, die war für mich eigentlich die interessante. Kommen wir jetzt zum Schluss, ziehe ein Fazit aus all unseren Überlegungen und entwickle daraus ein Konzept für die Bereiche Erziehung und Bildung unter der Annahme, dass Deutschland zukünftig eine digitale Gesellschaft mit demokratisch-partizipativer Ausrichtung und Gemeinwohlorientierung ist. Beziehe in dieses Konzept stets auch die globalen Zukunftsherausforderungen ein. Also das fand ich jetzt mal eine interessante Frage am Ende. Und ja, du sagst eben, die traditionellen Institutionen wie Schule und Lernveranstaltungen neu gedacht werden müssen. Also also wir sind in der Phase der Transformation, aber die grundlegenden sozialen und kulturellen Funktionen werden eigentlich, das sind die Zentrale eigentlich, nicht das Wissen, wie ich schon mal sagte, sondern eigentlich diese Bereiche hier. Wissen als dynamisches Gut in der digitalen Gesellschaft wird Wissen dynamisch zugänglich vernetzt sein, lebenslanges Lernen, das Erlernen von Kompetenzen wie kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, digitale Kompetenzen im Mittelpunkt stehen. Globalen Herausforderungen der bürgerlichen Bildung, digitale Partizipation, die Nachhaltigkeit, also ökologische Bewusstsein, nachhaltiges Denken. Junge Menschen müssen zu verantwortungsvollen Weltbürgern zu erziehen, die sich für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft einsetzen. Und das muss, ja, verlangt eben so eine innere Struktur, also auch die entsprechenden Leute und die entsprechenden Rahmenbedingungen, dass das funktioniert. Hybrides Bildungsort als Schule, Lernbegleiter, Coaches und so weiter. Me Qualität, Messung, habe ich vorhin schon mal gesagt, Inhaltsprodukt. Ja, und dann das Fazit, ja, ist hier gezogen worden, der menschliche Faktor im Zentrum. Und da habe ich auch ganz am Ende nochmal zu guter Letzt, könnte dem Humboldtschen Bildungsideal in der digitalen Gesellschaft so eine Bedeutung zukommen. Und das fand ich dann sehr interessant, weil er eben sagt, Selbstbildung, ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit, das menschliche Potenzial in allen Facetten zu entwickeln, das ist also ganz zentral. Das Humboldtsche Ideal betont diese Selbstbestimmtheit und Streben nach Bildung in den Einzelnen, hilft sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Also eigentlich eine ziemliche Bestätigung dessen, was Humboldt damals schon gedacht hat. Die Freiheit des Lernens, das neugiergetriebene, zweckfreie Lernen, der Einsatz von Forschung und Lehre und. Also ich meine, es ist wieder ziemlich ausufernd dann von der Antwort her. Aber gerade Selbstentfaltung, kritisches Denken, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, also voll unterstrichen. Also ich fand das sehr interessant, dass im Fazit auch nochmal eigentlich dieses Humboldtsche Denken durchaus auch von der KI in der Form als Zukunftsmodell mitgetragen wurde. Also das war es. Punkt. Ja, vielen Dank, Frank. Also ich denke, es ist sehr umfassend, es ist sehr komplex. Wir stellen es natürlich online sozusagen.
Also auch den Text, den du gemacht hast, werden wir ja online stellen. Ich denke, Rudi, machen wir in den Ausblicken. Da hast du ja so eine PDF-Ecke schon eröffnet. Da könnt ihr das dann auch nochmal nachlesen, die ihr uns so lange zugeguckt habt. Wir schalten an dieser Stelle jetzt die Sendung mal ab. Ihr seid beim nächsten Thema wieder willkommen. Ihr bekommt das über die Medien mit. Vielen Dank, Frank, für die Arbeit, die du dir da gemacht Jo, hast.